Am Morgen ging es dann mit dem Bus von Umtentwini aus in Richtung Wild Coast. Auf dem Weg dorthin wurden wir dann in Umtata abgesetzt und dann von dort aus ging es durch ein kleines Städtchen namens Umganduli weiter zum Hostel. Für die richtige Aussprache in Hosa habe ich am Kap der Guten Hoffnung noch ein kurzes Gespräch geführt. Hi. Hi, Justin. Hi. What's your name? I am Nomanda. Nomanda, cool. Yes. So you're from Coffee Bay? Yes, I'm from Coffee Bay in Coffee Shack. Phenomenal place. Did you have a good time? Yeah, it was great. Cool. How did you get there? With the best bus. Where did the best bus drop you? In Umtata. Oh, the best bus dropped you in Umtata, which is 1.5 hours to drive to Coffee Bay. Yeah. And then you took our shuttle and then you passed a small town called Umganduli. Umganduli? Yes, Umganduli. Yeah. Umganduli. Von Umganduli ging es dann weiter über die Straße mit riesigen Schlaglöchern und zu diesem guten Song, der ungefähr eine Dreiviertelstunde auf Wiederholen lief. Bis wir dann abends im Hostel ankamen. Am nächsten Morgen habe ich dann das Hostel gesehen, was ziemlich cool war. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Loch in der Wand. Hole in the Wall. Jetzt heißt es Abschied nehmen, Coffee Shack. Jetzt geht's weiter nach Port Elizabeth, dann nach Neisner, 2 Nächte, und dann weiter nach Wilderness, 2 Nächte, und dann schauen wir mal, dann komme ich bei den Kapstadt an. Nach der Tankeinlage ging es dann nach Wilderness, wo ich dann den Hostel sehr schöne Aussicht hatte, sowohl in die Landschaft als auch auf den Strand. Das Highlight im Wilderness war der seltsame Mann, der sich in einem Felsvorsprung, der nur durch zu Fuß durch einen Bandhund erreichbar ist, eine Wohnhöhle eingerichtet hat und die mit allem, was man so findet, am Strand ausdekoriert hat. Und das war wirklich sehr, sehr schräg.
allem wurde es dann sehr bizarr, als wir dann Babyschuhe gefunden haben. Von daher, wir waren dann froh, dass wir nicht alleine dorthin gegangen sind. So, heute geht es jetzt nach Kapstadt. Bus kommt in 3 Stunden, kommt heute Abend an. Dann bin ich erstmal eine Homebase Kapstadt ein paar Tage und dann geht's weiter. What is the name of the language? Isikosa is the name of the language. Kosa? Isikosa. You know when you are over the horse, you go. Kosa? Kosa? Exactly. Okay, cool. We say itaka, that is a skunk. If we say the skunk was rolling itself on the ground, we say itaka, las kikakika, okaka. Wow, that's cool. It's cool. That's cool. Cheers, boots. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye.